Bernhard. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Sie von der Ampel wollen heute beschließen, dass zukünftig 2% der Fläche Deutschlands ausschließlich für Windindustrieanlagen bereitgestellt werden. Stand heute haben wir 31.000 und benötigen dafür 0,5% der Landesfläche. Und jetzt vervierfachen Sie diese Fläche, sodass zukünftig bis zu 120.000 dieser Anlagen auch in unmittelbarer Nähe von Wohngebieten gebaut werden können. Und es handelt sich hierbei eben nicht um romantische Windrädchen, sondern um Monsteranlagen mit einer Gesamthöhe von über 240 Metern. Das ist ungefähr so, wie wenn man auf dem Kölner Dom einen Propeller mit 160 Metern Durchmesser anbringen würde. Und sollten die Länder es nicht schaffen, ihre vorgegebenen Flächenquoten zu erfüllen, fallen die Mindestabstände zu Wohnhäusern. Und damit können solche Giganten zukünftig auch auf der Wiese 500 Meter vor jedem Wohnhaus stehen. Und das ist Ihr Gesetz. Oder wo sollen denn sonst die 90.000 weiteren Windindustrieanlagen hingestellt werden? Wenn man sich den Atlas meiner Heimat Baden-Württemberg anschaut, kommt da eigentlich nur der Schwarzwald und die Schwäbische Alb in Frage. Die Pläne der Ampel werden also unweigerlich dazu führen, dass große Teile des Schwarzwalds abgeholzt werden. Denn für jede Windindustrieanlage müssen 1,5 Hektar Wald gerodet werden. Wenn Sie also in Zukunft von Karlsruhe 200 Kilometer durch die Ferienregion zur Schweizer Grenze fahren, sehen Sie Kilometer für Kilometer nur noch Windrad an Windrad. Während die Grünen gegen die Rodung von läppischen 100 Hektar im Hambacher Forst protestiert haben, fordern sie jetzt bei der Windkraft das Abholzen von Zehntausenden Hektar Wald und schaffen zudem die Mindestabstände zu Wohnhäusern praktisch ab. Dabei ist ihnen ganz offensichtlich völlig egal, dass Menschen, die im Umfeld von Windindustrieanlagen wohnen, unter Infraschall und zermürbenden Lichtreflexen leiden. Ganz zu schweigen von den zahllosen Tieren, die in diesen Industrieanlagen Tag für Tag geschreddert werden. Jedes Jahr 250.000 Fledermäuse, 600.000 Vögel wie Störche, Rotmilane, Bussarde sowie 6 Milliarden Bienen, Käfer und andere Insekten jeden Tag. Und wofür opfern Sie das? Für eine rein ideologiebasierte Energiewende, die unsere Energiesicherheit massiv gefährdet und dazu führt, dass wir die höchsten Strompreise der Welt haben. Und dabei wäre es doch so einfach, wenn wir einfach das machen würden, was der Rest der Welt macht, nämlich die drei aktiven Kernkraftwerke weiterlaufen lassen, die drei kürzlich abgeschalteten wieder in Betrieb nehmen, unsere Kohlekraftwerke weiterlaufen lassen und in moderne Kraftwerkstechnologien und synthetische Kraftstoffe investieren. Erst vorgestern hat das EU-Parlament bestätigt, dass es sich bei der Kernenergie um eine grüne und nachhaltige Technologie handelt. Und deshalb hat Belgien die Laufzeiten seiner Kernkraftwerke um 10 Jahre verlängert. Frankreich plant 14 neue, Großbritannien 6. Und in Finnland haben die Grünen den Bau von Kernkraftwerken in ihr Parteiprogramm aufgenommen. Deutschland ist also mal wieder der Geisterfahrer in Europa, meine sehr geehrten Damen und Herren. Anstatt Umwelt, Arbeitsplätze und Energiesicherheit zu zerstören, müssen wir jetzt endlich diese Geisterfahrt stoppen. Herzlichen Dank. Schön, dass Sie wieder aufgewacht sind. Nächster Redner für die FDP-Fraktion.